Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück in Super Mario Galaxy 2. Ja, Mario ruht sich jetzt noch aus, das wollen wir aber gleich mal ändern und ihn in ein richtig schön schweres Level schicken, hoffe ich. Oder ich hoffe eher nicht, weil nach dem letzten Part möchte ich mal wieder was Entspannenderes. Und da gehen wir mal in die Heiß-Kalt-Galaxie. Und ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von den Lava-Eiswelten in Galaxy-Spielen. Komm mit den Alarm, auch wenn die ähnlich sind in den beiden Spielen. Und zwar keine Ahnung warum, ich finde es aber irgendwie einfach nur geil. Also, so eine Lava-Welt, okay, hier ist jetzt so eine Lava-Welt und man kann sie einfrieren oder so. Aber gerade in Galaxy 1 oder so fand ich die Welt hammergeil. Die, ich weiß nicht mehr, wie die Galaxie heißt, aber das war auch so eine halb Vulkan, halb Eisberg-Welt. Die fand ich auch sehr, sehr geil. Dann schauen wir erstmal wieder zu unseren Alien-Freunden. Ich finde das immer noch gruselig, ganz ehrlich. Und, ach ja, die Projektdatei zu dem Level, jetzt weiß ich wieder, wie sie heißt, heißt, glaube ich, Death Valley oder so, also Todestal oder irgendwie sowas. Was auch die Riesenberge links und rechts erklären würde. Also die Datei von dem Level heißt irgendwie Death Valley. So ungefähr war da, glaube ich, was. Weiß nicht mehr, welche Datei das war, ob das jetzt die ganze Level-Datei war oder ob das irgendwie die in der Beta so war oder so. Aber ja, wenn ihr solche Infos gerne mögt, dann könntet ihr mal bei GameX, nicht bei GameXplain, bei, wie heißen sie? Jetzt fällt es mir gerade echt nicht ein. Weiß ich nochmal der Level? Die Leute, das habe ich echt vergessen. Jetzt habe ich echt vergessen, gerade wie die heißen vor lauter Spielen. Und geht dabei drauf. Warte mal, wie hießen die Typen? Did You Know Gaming, genau. Boah, stand ich jetzt auf dem Schlauch. Genau, dann könnt ihr mal bei Did You Know Gaming reinschauen. Die machen so, ja, Videos zum Beispiel, Did You Know Gaming Zelda, wo die halt eine, ja, alle möglichen coolen oder lustigen Fakten zu Zelda-Spielen sagen. Und es gibt's auch zu Pokémon und allem möglichen Zeug. Und was zur Hölle mache ich da? Eine Frage, wisst ihr das vielleicht? Gib mir bitte deine Münze, danke. Okay, wisst ihr was? Ich möchte mich jetzt erstmal umschauen. Erstmal umschauen. Hier hat es gerade geglitzert, als ich hier war. Also ist ja irgendwo ein Stern. Deswegen werde ich jetzt erstmal dahin gehen. So. Und mich umschauen. Hier glitzert. Ah, im Vulkan drin. Okay, okay. Gut, das heißt, genug umgeschaut. Erstmal nochmal eine Wolke holen. Ja, das war jetzt halt sehr toll. So, wollte ich das eigentlich? Und dann gehen wir dahin. Okay, die Frage ist nur, verbrennt uns die Lava oder ist sie nur Show? Ich hoffe. Nein, sie ist nicht Show. Okay, Fail. Ich dachte, das sind vielleicht Special Effects und erst wenn wir den Boden berühren, kriegen wir Damage. Okay, Notiz an mich. Erstmal den Planeten einfrieren, bevor wir darauf gehen. Und nicht andauernd in die Lava springen. Das ist allgemein ein Tipp, den ich eben von euch geben kann. In Mario-Spielen nicht in die Lava springen. Ein Pro-Tipp. Aber ja, da muss man schon echt gut sein, um sich an den zu halten. Wie man hier gerade sehen kann, ne? Genau davon rede ich. Okay. Aufpassen. Und jetzt. Nein, oh Gott. Der erwischt mich noch, ich sehe es schon vor mir. Okay, gut. So, springen. Und so, nochmal. Komm, wir schaffen es noch bis dahinter. Wenn nicht, einmal dürfen wir in die Lava. Nee, das reicht schon. Okay. Schließlich ist hier viel zu Mainstream mit dem normalen, den normalen Weg zu nehmen. Und Knopf gedrückt. Das hält ja für ewig, ne? Ja. Okay, weil wir müssen uns erst nochmal eine Wolke holen, damit wir auch genug Antrieb haben. Okay, von wo starten wir dann? Ich glaube, von hier ist dann ganz gut. Solange uns die Lasertypen nicht erwischen. Ja, so. Okay, ich würde sagen, erstmal an Höhe gewinnen. So. Und jetzt gekonnt drinnen landen. Oh, wir landen hier wirklich drinnen, okay. Nice, dann her mit dem Stern. Das war ein cooler Stern, muss ich sagen. Das sieht man nicht auf Anhieb. Und ist auch eine lustige Idee, dass man in den eingefrorenen Vulkan steigen muss. Ja, gefällt mir. Sehr schön. Na dann haben wir schon mal den ersten gesammelt. Und das doppelt so dreimal so schnell wie letztes Mal. Das ist doch was. Hey, wir haben die 3000er Marke geknackt. Sehr schön. Denn ich weiß nicht, 6000 und 9000 waren es. Ich weiß es immer noch nicht. Sollte ich mir mal nochmal nachschauen. Ja, okay, nein. Das sehen wir ja noch früh genug. Denn es kommt nochmal ein Luma vor, den wir füttern müssen. Also, glaube ich.
Hat irgendwer von euch mal geschrieben, ich weiß aber nicht mehr. Kometenalarm Nummer 2 in diesem Part. Zum zweiten Grünstern, passt ja auch. Mal schauen, ob wir die Welt noch gut schaffen in dem Part. Dann könnten wir schon die vorletzte packen. Boah, das geht zurzeit so schnell, also. Ja, zum das Part uploaden geht so schnell wie immer. Also ich meine, für euch ist es so schnell wie immer, aber ich nehme zurzeit irgendwie einiges auf und da kommt mir das so übelst schnell vor, wie wir zurzeit durch die Welten kommen. Ich weiß gar nicht, jetzt sind wir dann schon mit Welt 5 bald fertig. Schade, das Projekt, das ist... Ja, okay, es dauert schon noch lange, aber... Dass es jetzt bald zu Ende geht, ist trotzdem schade. Okay, ich möchte jetzt erstmal mich wieder heilen, wie immer. So, okay. Und dann darüber, bitte. Okay, schaffen wir es nochmal? Ja, schaut ganz gut aus. Ja, schaut sogar sehr gut aus. Okay, her damit. Oh, und jetzt hab ich gleich beeilen, am besten, damit wir nicht versinken. Denn dann schaffen wir es gemütlich hier zu dem Schalter. So. Fällt gerade auf. Wir können... Ja, das war ganz schlau, sich da reinzudrehen. Jetzt hat schnell wegschlittern. Oh, packen wir es noch? Ja. Fällt gerade auf, wir hätten es eigentlich auch mal probieren können. Probieren wir ganz gern aus, wie man so die Items ausnutzen kann. Wir hätten eigentlich mal ausprobieren können, von da hinten gleich zum Sternenring zu springen. Also vom Anfang der Map gleich zum Ring. Und ja, hier glitzert es auch wieder so. Es ist anscheinend wirklich die Flagge. Weil ich am letzten Part so die ganze... Das war Fail. Jetzt bin ich gegen den Gegner gelaufen. Oh Mann. Das ist mir auch noch gar nicht passiert im Let's Play, glaube ich. Also wirklich noch gar nicht. Oder? Weiß ich, ich habe es jetzt auf jeden Fall nicht im Kopf. Aber warum leben diese Typen eigentlich die... Was zur Hölle geht hier ab, Mann? Ich gehe nur noch drauf. wie kommen die Typen eigentlich her? Die kommen gerade aus der Lava raus. Habt ihr gesehen hier? Kommen wahrscheinlich gleich nochmal einer raus. Ihr kranken Schweine, ihr müsst schon längst tot sein. Nein. Okay, vorsichtig. Drauf landen. Ja, danke. Okay, ich hätte ihn eigentlich gar nicht killen müssen. Ich habe jetzt keinen Schaden bekommen. Fällt mir gerade auf. So, jetzt sollte ich mich aber mal... Oh, nein, nein, nein. Umschauen. Damit ich auch keinen Grünstern verpasse. Aber hier scheint nichts so zu sein. Auf Anhieb auf jeden Fall. Oh, zum Glück schießt du nicht so weit. Hier was drinnen? Ein One-Up. Gerne doch. Auch wenn wir noch viele aus dem letzten Part haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo gehen die ganzen Steine auf einmal hin? Ach komm, wo waren denn die auf einmal? Kommt da kein einziger mehr nach. Verdammt. Aber was? Wir haben keine Flagge. Ich dachte, da war noch mal eine. Okay. Gut, dann muss ich schauen, dass ich mich nicht mehr dumm anstelle. Schade. Aber es war ja nicht weit. So, wo? Hat noch erwischt mit dem letzten Armstreifer. Hier gibt es ja gleich wieder ein One. Ach, das sind ja... Ach, das sind ja Nüsse. Ich dachte, das sind diese Kokosnuss-Dinger. Und dann schieben wir das mal... Können wir... Ja, man kann sie schieben. Na komm mal, schieb sie mal nach da. Ach, die... Was, die respawnen? Okay. Wenn man nicht hinschaut, respawnen die anscheinend. Also wenn man aus dem Screen geht, sagen wir so. Okay, dann machen wir das hier mal auf die sichere Art und Weise. Okay, sicher, sicher, sicher. Gut. Puh. Das war fast schon ein bisschen zu sicher, dass wir hier drauf gehen. Oh, da hinten ist ein Stern. Gut. Ja, den sollten wir, glaube ich, ganz relativ einfach kommen. Wir kommen noch. Am besten stelle ich mich erstmal hier drauf. Und jetzt hat... Oh. Das war ein bisschen verschätzt mit der Tiefe. Verdammt, Mann. Und jetzt ist da auch keine Fahne. Oh. Oh, wow, wow, ich verliere schon wieder so viele Leben in dem Spiel, in dem Part gerade. Und stelle mich aber auch... Okay, es ist auch berechtigt, so wie ich mich anstelle, ganz ehrlich. Dann komm, gib mir die Münze oder lass mich leben. Eins von beiden ist mir scheißegal. Okay, okay, das passt schon so. Gut, jetzt nur nicht verkacken, danke. Oh, ach komm, wir haben genug One-Ups. So, dann... Oh, ich dachte, wir landen noch auf ihm, schade. Muss ich echt noch auf meine KP schauen? Oh, oh, oh. Nein, nicht in die Lava fallen. Und, wow, war das knapp. Ich entgehe hier gerade schon immer so millimeterweise dem Tod. Das ist unglaublich. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt erstmal das Leben hier. So, ist doch eigentlich ganz gemütlich hier. Eigentlich wollen wir jetzt hier mal die Aussicht genießen, aber man sieht gar nichts. Schade. Okay, ja damit. Jawoll. Okay, dann haben wir jetzt auch den zweiten Stern. Ja, das geht doch mal. Und nur,
Ich schaue mal auf die Uhr, ich weiß nicht, ich vergleiche immer meine Parts, wie schnell ich war. Und ich muss sagen, heute geht's eigentlich. 10 Minuten, 2 Sterne, das ist in Ordnung, muss ich sagen. Waren aber auch wieder viele Fails dabei, aber diesmal bin ich ganz zufrieden mit. Okay, dann gibt's auch nur noch einen und der Typ lacht mich schon wieder aus, Mann. Ja, nur noch einen Stern in der Heißkalt-Galaxie, schade. Tja, wie gesagt, ist ja, glaube ich, eine meiner Lieblingsgalaxien. Welche jetzt halt meine Lieblingsgalaxie ist, weiß ich jetzt auch nicht. Kometenalarm Nummer 3 heute. Und, passend auch mal wieder zum dritten Grundstern. Okay, ist es das gleiche Level? Ja, schaut so aus. Okay, dann kann aber doch noch... Da kam doch, glaube ich, gar nicht mehr so viel, oder? Ja, warte, mal erinnern. Doch, ich glaube, es kam noch so eine vereiste Passage, wenn ich mich recht erinnere. Aber das trifft sich ganz gut, als das gleiche Level ist, weil dann kann ich hier auch mal meinen Todessprung ausprobieren. Oh ja. Und zwar... Ich weiß echt nicht, ob das was wird. Wir springen gleich von hier aus zum Stern. Zum Sternenring natürlich. Okay, das könnte ganz knapp klappen. Oh. Jawohl, voll die Skinner-Abkürzung hier. Ja, das macht doch die Fails wieder weg, oder? Gerade sag ich, ja, das macht doch die Fails weg und lauf einfach mal in die Lava. Was zur Hölle? Und schau, der Typ ist gerade aus der... Jetzt bin ich echt gegen den Knopf. Zum zweiten Mal, verdammt. Da freue ich mich gerade, dass ich hier den tollen Sprung geschafft habe. Und dann gehe ich hier an der... Dann gehe ich hier einfach mal drauf. Ohne Grund, einfach so. Keine Ahnung, einfach Bock gehabt. Und ja, das war mit Absicht, weil ich eine Abkürzung nehmen wollte. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal lieber wieder Zeit. Ich habe in dem Part bestimmt schon wieder an die 5 bis 10 Ups verbraucht, oder? Okay, ich konzentriere mich jetzt aber gerade auch irgendwie nicht wirklich, oder? Anhand der dummen Fails, die mir die ganze Zeit passieren, tippe ich einfach mal auf Ja, wie man hier sieht. Okay, ja, ich lande noch, Gut. Jetzt springen wir dahin und holen uns ein. Leben. So. Okay, alles gut, Leute. Wir haben voll KP. Und ich habe mich ein bisschen verschätzt, aber das passt schon. Gehen wir einfach weg. So. Nur noch zu dem Eisabschnitt. Da ist auch gleich wieder eine Fahne, also keine Angst. Wir sind in Sicherheit. Okay, jetzt. Oh, warte. Habe ich da gerade gesehen? Ja, da ist er. Okay, jetzt ist die Frage, wie zur Hölle sollen wir da hochkommen? Gibt's hier eine Wolke? Das wäre sehr, sehr nice. Ach ja, das war ja... Ach so, das One-Up hier... Na! Ach komm, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Das One-Up gibt's nur, wenn ein Wolken-Mario ist. Boah, heißt es, ich muss den die ganze Zeit behalten. Das wäre ganz schön übel. Weil dann, so wie ich mich heute anstelle, wird das, glaube ich, nichts mehr. Wie man gerade... Ey, ich gehe jetzt hier nicht nochmal drauf, bitte nicht. Danke. Okay, so, dann schön mit einer Stammverteidigung, damit wir nicht rutschen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal den Maxi-Pilz. Einfach sicherheitshalber. So, jetzt nur springen. Oder Lebens... Ach komm, ey, verdammter Mist. Ey, wie der Typ mich halt einfach nochmal in den Abgrund haut. Einfach nur so... Ja, hast du davon... Boah, ey, ich glaube, wenn ich hier wirklich mit Wolken-Mario hingehen muss, dann wird das nichts mehr, Freunde, heute. Nee, weil, guckt euch das mal an, das ist so hoch. Selbst mit angezündetem Mario komme ich da nicht rauf. Und das muss was heißen. Okay, warte mal, da hinten ist so ein Lava-Meer. Kann ich da, kriege ich da vielleicht noch einen Mario, ja, kriege ich da vielleicht noch einen Wolken, eine Wolkenblume. So, schaut schlecht aus. Na, ich probier's einfach mal. Muss ich jetzt erst mal die Gegner hier pornen. Oh. Oh Gott. Das war... Genau, das war diese Stelle. Die war auch nicht so nice, muss ich sagen. Vor allem, wenn man die ganze Zeit durcheinander kommt. So, genau. Aber was kriegt man, wenn man die kaputt gemacht hat? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Okay, jetzt ab. So, nochmal. Und noch einmal. Und ich muss sagen, das Spiel laggt schon ganz schön. Was die hier... Übelste Framerate-Einbrüche, wenn das ein Ding trifft. Und nee, hier gibt es kein Power-Up mehr. Okay, das wollte ich eigentlich nur wissen. Ja, das heißt, ich muss das Level nochmal neu machen mit Wolken-Mario. Okay, das gibt ja noch eine Challenge heute. Darf ich ins Menü? Nein, ich darf nicht aufs
Okay, Notiz an mich. Man kann das Menü nicht aufmachen, wenn man auf Eis steht, auf anscheinend. Das ist mir neu. Na gut. Dann probieren wir es einfach nochmal so. Okay, am besten. Boah, das wird richtig. Jetzt ist nur die Frage: Brauche ich noch eine Wolke? Weil, wenn ich eine Wolke mache, dann muss ich durch das ganze Level. Kometenalarm im Extremmodus. Dann muss ich durch das ganze Level ohne einen Drehangriff zu machen. Und das wäre verdammt übel. Wisst ihr was? Ich versuche es jetzt einfach mal hier so mega challenge-mäßig. Ich rede hier von Mega Challenge und springe gleich wieder mal gegen den ersten Gegner, der mir begegnet. Das ist immer so ironisch hier in meinen Parts. Okay, wir benutzen aber Abkürzungen hier. Am besten gerade bessere Abkürzungen, dass wir auch wirklich ankommen. So, weil das könnte schon wieder knapp werden. Und jawohl. Okay, einmal. Schaffen wir das? Nein, schaffen wir nicht. Schade. Okay, jetzt darf ich keinen Drehangriff mehr machen. Das wird echt schwer, weil das gewöhnst du dir schon an. Das sind Reflexe. Also, jetzt nicht Reflexe, wie dass ich super schnell bin, sondern nachdem du hier über an die 70 Parts gezockt hast. Ja, vor allem, wenn ich jetzt da drehe. Verbrauche ich deine Wolke? Nein, brauche ich nicht. Okay. Vor allem hier, da muss ich jetzt echt schön langsam durchgehen. Ich darf von keinem Gegner erwischt werden. Und ich darf mich kein einziges Mal drehen. Okay. Bis jetzt hat ganz okay, ja. Boah, das ist gerade echt anstrengend, muss ich sagen. Oh, what the fuck. So, wow. Ich war zwar eigentlich schon tot, aber hat niemand gesehen. Oder ihr vielleicht schon. Das Spiel aber nicht und na, stehen bleiben. Warte ich noch eine Runde. Okay. Boah, das Timing ist so böse. Okay, das kommt nichts mehr, da kommt nichts mehr. Und nicht erwischt werden. Ich will nur zu dem Sternenring. Lass mich zu dem Sternenring. So. What the fuck? Ich hab echt noch die Wolke. Alter. Ey, voll der Hardcore-Pro-Gamer hier. Oh nein, jetzt kommt doch diese Stelle hier, Leute. Nein. Nein. Boah, der schießt mehrmals. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich warte jetzt und ich warte hier garantiert jetzt. So, bitte sag mir, dass hier keine Lava mehr hinkommt. Oh Gott, oh Gott. Okay, nur zu dem One-Up. Bitte lass mich dahin. Jawoll! Wir haben es echt geschafft, Leute. Wir haben es gepackt. Jetzt bitte reich. Oh, jawoll, wir haben es geschafft. Okay, das macht die Fails wirklich wieder weg. Das war noch ein geiles Ende. Ja, also perfektes Ende für den Part, wie gesagt. Okay, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war, finde ich, das hat echt Spaß gemacht jetzt hier. Also, bestes Level bisher. Haben mir bis jetzt die Grundsteine auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist meine Lieblings Galaxie aus Galaxy 2. Und naja, dann gibt's nächstes Mal, was gibt's denn noch? Ah ja, die Sturzflug-Galaxie und Bowser Juniors Böller-Bunker. Na, seid gespannt, Leute, das wird bestimmt wieder ziemlich geil. Und naja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr den Part so fandet. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Freunde, und haut rein!